Du fragst dich, warum du auf der Welt bist und wie du Großes bewirken kannst. Oder aber du fragst dich vielleicht, wie du am besten dieser Welt und den Menschen oder Tieren, die auf ihnen leben, dienen kannst. Dann bist du heute bei mir genau richtig. Ich spreche heute mit dir über deine Stärken und darüber, wie du sie zum einen finden kannst und wie du sie für dein Wirken in der Welt, also für deinen Traumberuf oder deine Berufung nutzen kannst und einsetzen kannst. Heute geht es in dieser YouTube-Folge darum, wie du deine Stärken herausfinden kannst und vor allen Dingen, wie du sie für dich nutzen kannst. Hi, ich bin Alia, ich bin Coach und Trainerin und spreche mit dir über Themen der persönlichen Weiterentwicklung, unter anderem über Beziehungsthemen, aber auch über Berufungsthemen. Warum ich das mache? Weil es zwei Themen sind, die ich unglaublich liebe. Ebenso in Kombination mit einem dritten Thema, aber dazu komme ich dann irgendwann in den nächsten Monaten. Das Thema Beruf, Berufung kickt mich so, weil ich es unfassbar wichtig finde. Man ist ja nicht nur aus Spaß und Freude auf dieser Welt, sondern auch um sein Wirken in diese Welt zu bringen, um zu dienen den Menschen, der Bevölkerung, vielleicht auch Tieren, vielleicht auch insgesamt der Welt. Du glaubst, das klingt zu groß, dann träumst du meiner Ansicht nach nicht groß genug. Denn warum sind wir hier? Nicht um irgendeiner langweiligen 9-to-5-Arbeit nachzugehen, sondern wirklich um uns einzubringen. Wir sind alle ganz besondere Blümchen, ganz individuelle Blumen. Und wenn ich ein Löwenzahn bin, kann ich nicht versuchen, eine Rose zu sein. Das funktioniert nicht. Aber der Löwenzahn hat wahnsinnig tolle Stärken, wahnsinnig tolle Dinge, die er in diese Welt bringen kann. Zum Beispiel hat er unfassbar starke Wurzeln. Und das macht ihn im Gegensatz zur Rose zu etwas ganz Besonderem. Also, heute geht es darum, welche Blume bist du? Und um bei einem etwas blumigen Beispiel zu bleiben, würde ich gerne mit einer kleinen Geschichte anfangen. Vielleicht kennst du diese Geschichte. Vier Tierkinder treffen sich. Eine Giraffe, ein Elefant, ein Fisch und ein Vogel. Und der Vogel sagt zum Elefanten, wow, bist du stark? Und der Elefant sagt, ja, aber dafür kann ich nicht fliegen. Der Elefant wiederum sagt zum Fisch, hey, du beherrschst das Wasser wie niemand anderes. Und der Fisch sagt, naja, ist ja nichts Besonderes. Dafür kann ich keine 5 Millionen Kilometer auf dieser Mutter Erde laufen, so wie du. Der Vogel wiederum sagt zur Giraffe, hast du lange Beine? So lange Beine hätte ich auch gerne, aber ich habe nur diese ollen kleinen Füßchen mit meinen langen Krallen. Und die Giraffe sagt, ja, aber lieber Vogel, dafür kommst du höher, als mein Hals kommt. So in etwa geht diese Geschichte. Ich gebe sie nicht ganz richtig wieder, das ist mir klar, aber nur um dir einen kleinen Vorgeschmack zu bringen auf das, was jetzt kommt. Ich habe letzte Woche mit dir über deine Passions, über deine Leidenschaften gesprochen und wie du über deine Leidenschaft an deine Berufung kommst. Diese Woche spreche ich mit dir über deine Stärken. Denn auch deine Stärken sind großartige Mittel, um deiner Berufung, um deinem Traumberuf auf die Schliche zu kommen. Aber wie du an meinem Beispiel wahrscheinlich schon gehört hast, die ganzen Tiere sind sich darüber gar nicht im Klaren, was für Stärken sie besitzen. Und das ist das allererste, was ich dir mitgeben kann. Im Gegensatz zu den Passions, zu deinen Leidenschaften, nämlich etwas, was du über alles liebst und wo du vielleicht total die Zeit vergisst oder was dich wahnsinnig inspiriert, kriegst du deine Stärken meistens gar nicht mit. Glaubst du mir nicht? Wann ist es dir das letzte Mal passiert, dass du für etwas gelobt wurdest, wo du dachtest, was will der oder was will die? Das macht doch jeder so. Stimmt nicht. Das ist deine ganz bestimmte Stärke. Ich kann dir meine Stärke gerne nennen, einfach um einen kleinen Geschmack dafür zu bekommen, wie du auf die Stärken überhaupt kommst. Ich war mir nie darüber im Klaren, dass ich ein total extrovertierter Mensch bin, der überhaupt keine Probleme hat, in fremde Gruppen zu kommen, mich direkt mit Menschen zu verbinden, die direkt voll zu quatschen oder einfach Fragen zu stellen, Smalltalk zu halten. Das fällt mir alles überhaupt nicht schwer. Ich habe das aber nie als Stärke gesehen, weil ich mir dachte, naja, so tickt ja nun mal jeder. Sprich, es war so natürlich für mich, dass ich das gar nicht als etwas, was ich richtig gut beherrsche, wahrgenommen habe. Erst als meine beste Freundin zu mir gesagt hat, wow, das ist so krass, du verbindest dich so schnell mit Menschen, das ist echt unheimlich, diese Fähigkeit. Da dachte ich, okay. Und habe das irgendwie so ein bisschen an mir beobachtet und habe auch mal so andere Menschen beobachtet, wie die eigentlich in fremde Gruppen kommen. Und siehe da, ich habe gemerkt, wow, das ist ja etwas, was ich richtig gut kann. Und weil ich das jetzt ganz bewusst für mich weiß, nutze ich das auch ganz bewusst. Das heißt, ich habe überhaupt keine Angst vor fremden Menschen. Ich gehe auf Menschen zu, ich finde sofort irgendwelche Anknüpfungspunkte und das ist tatsächlich meine große Gabe. Plus, ich liebe es, vor der Kamera zu sprechen. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich bin eine kleine Rampensau. Deswegen liebe ich es auch,
mit dir zu sprechen oder dich darüber zu informieren, wie du deine PS auf die Straße bringst, beziehungsweise wie du wirklich dich selber verwirklichst und in diese Welt bringst. Denn du bist eine ganz besondere Pflanze oder ein ganz besonderes Tierchen und du hast Qualitäten, die niemand sonst hat. Und ich möchte gerne, dass du das weißt. Also, Tipp Nummer eins, den ich für dich habe, um Stärken herauszufinden, das war gerade in dem, was ich dir erzählt habe, auch schon ganz versteckt drin. Frage Menschen, die dich richtig gut kennen. Sag mal, was schätzt du eigentlich an mir? Oder du fragst sie, sag mal, was kann ich eigentlich besonders gut in deinen Augen? Und du wirst erstaunt feststellen, dass Menschen an dir Dinge sehen und Stärken feststellen, wo du eigentlich dachtest, naja, ist das wirklich eine Stärke? Das macht doch jeder. Umgekehrt, meine beste Freundin zum Beispiel kann unfassbar gut zuhören. So gut zuhören, dass sie die feinsten Nuancen wahrnimmt. Und dadurch, dass ich eher extrovertiert bin und sie introvertiert, fällt es mir an ihr sehr stark auf, weil ich eben oft ins Außen gehe und sie aber sehr rezeptiv ist, das heißt viele Dinge aufnimmt. Also du siehst Dinge, die du vielleicht auch gar nicht unbedingt an dir schätzt, wie das Thema, ich bin ruhiger, ich kann gut zuhören, können total tolle Qualitäten sein. Daher mein Tipp Nummer eins, frag Menschen, die dir wohlgesonnen sind, ganz wichtig, und die du magst, was für Stärken du hast. Mein Tipp Nummer zwei für dich, was Stärken angeht. Es gibt unfassbar gute Persönlichkeitstests. Sie sind nicht alle empfehlenswert. Ich kann dir wirklich nur zwei großartige Tests ans Herz legen, die, glaube ich, auch gar nicht so viel kosten. Zum einen ist es der DISC-Persönlichkeitstest. Der unterteilt, grob gesagt, Menschen in vier grobe Schemata. Die Unterteilung basiert auf zum einen extrovertierten Verhaltensweisen und introvertierten Verhaltensweisen und zum anderen, ob du eher auf der Beziehungsebene deine Beziehungen herstellst oder funktionierst als Mensch oder quasi auf der Sachebene. Also was ist der Output am Ende, wenn ich mich mit diesem Menschen verbinde? DISC wird DISC geschrieben und den findest du in jedem und den findest du easy im Internet. Ich versuche auch, ihn hier unten zu verlinken, damit du ihn direkt findest. Es ist super spannend. Und wenn dir das vielleicht zu grob ist als Einteilung, er ist definitiv sehr präzise, dann kann ich dir noch einen weiteren Test empfehlen, nämlich den 16-Persönlichkeitstypen-Test, den Myers-Briggs-Test. Ich war vorher nie besonders Fan von Tests, aber diese beiden Tests, die ich gemacht habe, haben wirklich 100% auf mich zugetroffen. Und so habe ich mich immer besser und besser verstehen dürfen und bin wirklich begeistert davon, wie stark ich mich mit diesen übereinstimmenden Testergebnissen identifizieren kann. Es ist total wichtig, wenn du zu deiner Berufung finden möchtest oder zu deinem Traumberuf, zu den Aufgaben, wo du wirklich aufgehst, wo du erblühst, dass du anfängst, dich auf deine Stärken zu konzentrieren. Das ist der Tipp Nummer drei, den ich für dich habe. Denn erfolgreiche Menschen konzentrieren sich vor allen Dingen auf ihre Stärken. Die sind nicht viel schlauer, viel reicher, viel geschickter als du. Die haben nur gelernt, diese sogenannten Schwächen entweder zu delegieren, zum Beispiel, ich bin niemand, der gerne sich mit Tabellen aufhält oder besonders ordentlich und penibel ist. Solche Aufgaben überlasse ich dann doch lieber meiner Steuerberaterin. Und das sind einfach Dinge, Themen, die du auslagern kannst, aber eben nur, wenn du dich gut kennst und wenn du weißt, wie du tickst, so dass du dich auf deine Stärken konzentrieren kannst. Denn das macht wirklich erfolgreiche Menschen aus. Sie geben 100% Vollgas in ihren Stärken. Das heißt, je besser du dich kennst, umso optimaler kannst du in der Welt sein und wirken. Was nun hat das alles mit deiner Berufung zu tun? Es ist relativ einfach. Wenn du die Stärken kombinierst mit deinen Passions und die nach und nach aufeinander stapelst, erweiterst und vervielfältigst, hast du etwas, wofür du wirklich leidenschaftlich brennst. Beispiel von mir. Ich liebe es zu lehren. Ich bin leidenschaftlich gerne Coach und Trainer. Ich liebe es aber auch zu Schauspielern, denn Schauspielerei ist meine große Leidenschaft gewesen und ist es immer noch. Ich schauspieler dir hier natürlich nichts vor. Ich bin genauso, wie ich bin. Ich hoffe, das kommt rüber. Du merkst, dass ich total authentisch hier vor der Kamera bin. Aber ich kombiniere eben beides. Ich spreche mit dir über Themen, die ich über alles liebe. Okay, ich habe noch nicht super viele Follower auf YouTube. Ich habe jetzt vielleicht auch noch nicht 100.000 Podcast-Zuhörer im Monat. Ist aber nicht schlimm. A, jeder fängt mal klein an. Und B, es macht mir eine riesige Freude. Und deswegen sende ich so gerne jede Woche zu dir und freue mich einfach über jeden neuen Abonnenten, den ich bekomme und über jeden Menschen, der mir schreibt und der mir sagt,
Wow, das hat wirklich etwas in meinem Leben bewirkt oder verändert. Das macht mich so unfassbar glücklich, so dass ich eigentlich heute nach diesem Podcast wieder wie eine Grinsekatze durch die Welt laufe. Was motiviert mich also? Es motiviert mich offensichtlich nicht, dass ich wahnsinnig viele Menschen hier anspreche. Es motiviert mich offensichtlich auch nicht, viel Geld damit zu verdienen. Denn ich schwöre, ich verdiene im Moment noch gar nichts mit meinem Gesende. Ist aber gar nicht schlimm. A, sorge ich dennoch gut für mich. Ich bin glücklicherweise weder von Podcast noch von den YouTube-Videos abhängig, sondern ich werde dadurch motiviert, dass ich ganz individuell mich auszudrücken pflege. Hier, ich kombiniere Passionen und Stärken und ich drücke mich einfach unglaublich gerne durch dieses Medium aus und in der Welt aus. Das macht mich allein schon glücklich. Mein Motivator ist also sehr stark individualistisch. Und das ist ein kleiner Teaser auf nächste Woche. Nächste Woche spreche ich mit dir über deine Motivatoren. Und wenn du Stärken, Passions und deine Motivatoren geschickt kombinierst, kommst du deiner Berufung nicht nur auf die Schliche, sondern du kannst wirklich den Beruf dir zimmern, den du gerne möchtest oder für den du wirklich designed bist. Denn du bist eine ganz individuelle, wunderschöne Blume. Also, lieber Löwenzahn, versuch keine Rose zu sein. Das wird dir sowieso nicht gelingen. In diesem Sinne, ich freue mich unglaublich auf nächste Woche mit dir und wünsche dir eine wunderschöne Woche und hoffe, dass dich ganz viel jetzt zum Nachdenken angeregt hat. Melde dich gerne bei mir unter www.mindfulconnection.de, wenn du ein Coaching möchtest, oder abonniere mein Newsletter unter Kontakt mit C beides at amindfulconnection.de. Ich freue mich irre auf dich. Bis dann, alles Liebe, deine Alia.